Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal wird es spannend. Ich bin in der Heimat unterwegs. Was heißt in der Heimat? In Deutschland. Und habe wieder einen heißen Tipp bekommen von einem kleinen, unscheinbaren, unbekannten, mir komplett unbekannten Waldsee. Ich habe überhaupt keine Infos, was da los ist, was für Fischarten sich dort verstecken. Gibt es dort riesige Raubfische? Gibt es dort fette Karpfen? Gibt es dort vielleicht gar nichts? Auf jeden Fall, Spannung liegt in der Luft. Der Bulli ist voll. Ich habe alles dabei, um alles versuchen zu können. Also wie gesagt, es geht wirklich komplett ins Ungewisse. Aber eins ist mega perfekt. Wir haben endlich hier in Deutschland richtig tolles Wetter. Schaut mal da hoch. Blauer Himmel, die Sonne lacht. Wir haben knappe 20 Grad, Anfang Mai. Was will man mehr? Und ein Angelabenteuer liegt in der Luft. Ich muss noch ein Stück fahren, muss ein bisschen auf Google Maps jetzt noch rumsuchen, dass ich den See auch finde. Und dann sehen wir uns gleich am Wasser. Ich bin mega gespannt. Sowas ist immer eine große Herausforderung, vor allen Dingen, wenn man komplett ins Ungewisse fährt. Und bin wirklich gespannt, was dort passiert und nehme euch natürlich mega gerne mit. Abfahrt. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Mega spannende Angelegenheit. Hier ist jetzt schon mal ein kleiner See, aber das ist ein Vereinsgewässer, sehe ich gerade. Das kann es nicht sein. Wir wollen ja was Unbekanntes. Ich muss jetzt hier mal weiterfahren, mal schauen. Immer mega spannend, wenn man was Neues macht, ja. Genau das macht das Angeln für mich so abenteuerlich und lebenswert, ja. Und ihr seht, es gibt auch Abenteuer in der Heimat zu erleben. Denn auch hier soll es noch Gewässer geben, die keiner, oder besser gesagt kaum jemand kennt. Bin mal gespannt, wo wir rauskommen. Ich glaube, ich habe den kleinen, versteckten, geheimen Waldsee gefunden. Schaut mal. Ist ja mega, oder? Normalerweise bin ich an riesigen Gewässern unterwegs, wo man kaum das andere Ufer sieht. Aber auch so kleine Gewässer können unheimlich spannend sein. Sieht auch mega aus, ne? Richtig toll naturbelassen. Hier im Uferbereich sieht man ein paar Weißfische rum. Schießen. Wir laufen mal um den See rum. Jeden Moment kommt noch ein Kumpel von mir dazu. Von dem habe ich den Geheimtipp bekommen. Der wird mit angeln. Kennt er von einigen Italien-Videos von mir, der Flo. Der ist noch unterwegs. Aber der muss es ja finden, ja. Laufen wir ein bisschen um den See rum. Traumhaft. Spannend, ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare vom Video reinballern, wie ihr jetzt hier starten würdet. Ja, ich zeige euch nachher mal, der Bulli ist voll, wie gesagt. Karpfen vielleicht da. Vielleicht versteckt sich hier ein großer Hecht. Vielleicht sogar ein Wels, wer weiß. Ja. Laufen wir mal außen rum. Ich hoffe, ihr könnt es durch die Kamera sehen. Ich kann es durch die Polbrille perfekt erkennen. Hier schwimmen schon ein paar Karpfen an der Oberfläche rum. Die nutzen jetzt natürlich auch nach dem langen kalten Winter, nach der langen Dreckwetterperiode hier die Sonne. Also Karpfen sollten schon mal drin sein. Immer leise laufen, wenn ihr hier im Uferbereich unterwegs seid. Denn so verschreckt er vielleicht Fische, die hier knapp irgendwo stehen, und die seht ihr dann natürlich nicht mehr. Drüben ist eine Gänsefamilie. Voll, oder? Ja, ein echt toller, kleiner, verwilderter See. Schönes, klares Wasser. Gefällt mir gut. Spannend. So, laufen wir noch ein bisschen rum. Ja, Wahnsinn, das ist ja wirklich spannend. Wie gesagt, kein Riesengewässer, aber oftmals verstecken sich ja in so kleinen Gewässern die größten Schätze für uns Angler. Hier nebendran, ich bin gerade auf so einem kleinen Holzsteg hier,
Hier nebendran ist noch ein kleiner Seebereich, da kommt auch Fisch hoch. Also Karpfen haben wir schon mal gesehen. Kann jetzt nichts über die Größe sagen, ja, weiß man ja auch nicht, ob in so Gewässern alles verbuddet ist. Aber es ist auf jeden Fall Fischaktivität da, mega spannend, mega idyllisch. So, Flo ist gerade angekommen. Begrüßen wir den mal schnell. Gude, Sonnenbrille auf. Hallo. Erkennt er den jungen Mann? Im letzten oder vorletzten YouTube-Video waren wir noch in der Hochwasserhölle Italiens unterwegs. Da war es ein bisschen kälter. Und jetzt sind wir hier bei dir. In der, setz mal die Brille ab, so erkennt dich ja keiner. Hä? Habt ihr das gesehen? Mach nochmal. Ich sehe nichts. Mach nochmal. Was es alles gibt, hä? Und jetzt sind wir beim Flo hier in der Heimat, am kleinen, geheimen, mega, wunderschön gelegenen Waldsee. Also ich habe alles mit. Ich habe alles mit. Wir können Raubfisch probieren, ein paar Karpfen habe ich schon gesehen. Du hast hier auch noch nicht geangelt? Nein, überhaupt noch nicht. Jetzt wissen schon zwei nicht, was auf sie zukommt. Aber das wird mega. So, jetzt gehen wir mal in meinen Bulli, dann zeige ich euch mal das Chaos, was ich alles mitgeschleppt habe, damit wir bestens vorbereitet sind. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Genau, ich habe ein kleines Schlauchboot mitgenommen, ist vielleicht nicht ganz doof. Ich denke, man könnte ja auch vom Ufer werfen. Aber wir dürfen vom Eigentümer her ein kleines Boot einsetzen. Und ich zeige euch erstmal das Chaos im Bus. Dann bauen wir auf und dann gehen wir mal aufs Wasser raus. Wir haben schon späten Nachmittag. So, dann schaut euch mal das Chaos an. Alles dabei, vor allem wenn man nicht weiß, was auf uns zukommt. Aber Karpfensachen dabei, Raubfischsachen dabei. Flo, hast du eine Welsruder auch mit? Ja. Flo hat sogar eine Wallerruder eingepackt. Wird uns auf jeden Fall nicht langweilig werden. Bin mal gespannt. 24 Stunden bleiben wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier. Vielleicht verlängern wir auch noch, je nach Fischaktivität. Ich habe mega Bock. So, Chaos auspacken. Sesam, öffne dich. Okay, ran an die Arbeit, rein ins Vergnügen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Natürlich kann man an so kleinen Gewässern auch erstmal irgendwie vom Ufer aus probieren zu angeln, aber überall sieht man jetzt hier ein bisschen Totholz im Wasser und ich will echt kein Risiko eingehen für die kurze Zeit, die wir haben, an einem neuen, unbekannten, kleinen See, dass wir irgendwo unsere Ruten hier ins Holz rein donnern. Wir haben ein kleines 230er Einsatzboot dabei mit einem Luftboden. Das könnt ihr auch problemlos alleine ans Wasser tragen. Und dort, wo es erlaubt ist, spricht natürlich nichts dagegen. Und es hilft definitiv, schnell lukrative Angelplätze zu finden und auch sicher zu angeln, wenn ein Fisch in unbekannten Gefilden euren Köder nimmt. Dadurch, dass wir Karpfen auch an der Oberfläche gesehen haben, steht eins für uns definitiv fest. Wir werden heute Abend jetzt erstmal jeder zwei Ruten auf Karpfen auslegen. Und morgen früh werden wir uns dann mal um die Räuber kümmern. Wie gesagt, alles ist am Start. Ich bin gespannt. In solchen, wenn es auch kleine Gewässer sind, können sich oft auch große Hechte verstecken. Abfahrt! Merkt man richtig, wie man den Kies hier reinstochert. Futter vorbereiten und dann Ruten raus. Der Spaß beginnt. So, schaut mal hier. Ich habe von Bait Lounge Scorbutta Boilies dabei. Das ist ein proteinreicher Boilie, der instant sehr schnell funktioniert, wenn wir an Gewässern unterwegs sind, wo wir vorher nicht großartig füttern können. Ja, in unterschiedlichen Durchmessern. Und der Game Changer bei solchen Aktionen ist für mich immer, vor allen Dingen jetzt im Frühjahr, Dosenmais. Kriegt ihr überall zu kaufen, kostet viel Geld.
geht auf jeden Fall ein bisschen Saft hier mit in die Boilies rein. Und auch ein paar Maiskörner mit rein. Und viel mehr werden wir heute Nacht gar nicht machen, ja. Ein paar Boilies, eine Handvoll Boilies auf den Spot, eine Handvoll Dosen Mais. Das nehmen wir alles mit raus. Ich stehe jetzt bei solchen Gewässern, wo ich mich nicht auskenne, sehr auf die Farbe Gelb, Orange, ja, auch liegt sehr im Fokus der Karpfen, können Sie gut erkennen. Wir haben hier eine relativ klare Wassertrübung. Ist ein süßer Boilie. Probieren wir aus. Eine Rute zeige ich euch jetzt. Werde ich mit einem ganz auffälligen Köder fischen. Ihr wisst wahrscheinlich, was da drauf kommt. Hat mir schon immer Erfolg gebracht. Und eine mit dem Schneemann. Zeige ich euch schnell. Auffällige Neon-Poppies in der Farbe Gelb. Am 360 Grad Rig. Der zweiten Rute habe ich einen Schneemann aufs Haar gesetzt, oben drüber ein Skobutter in 20 mm angeschnitten und oben drauf einen halbierten Poppy. Wenn ihr die Boilies von Bait Lounge auch mal testen möchtet, mit dem Code Stefan Karpfen bekommt ihr 10% aufs komplette Sortiment. Schaut mal unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, ihr werdet auch mega zufrieden sein. So, jetzt geht die erste Rute raus in den kleinen, unbekannten, geheimnisvollen Waldsee. Haben wir alles am Start jetzt erstmal. Ich weiß nicht, was Flo macht, das zeige ich euch nachher noch. Ein Poppy und ein Schneemann. Hat schon bisher immer funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch hier. So, die Rute rein. Auch im kleinsten Boot finden wir genügend Platz. Auch wenn es übertrieben scheint, Schwimmweste habe ich am Start. Auch im kleinsten Teich kann man ertrinken. So, wie fangen wir jetzt an? Flo und ich, wir haben uns besprochen, wir werden uns jetzt erstmal auf die Uferbereiche konzentrieren. Dort, wo jetzt aktuell noch die Sonne drauf brezelt. Und dort unsere auffälligen Poppies ablegen, wenn wir einen coolen Spot auf dem Echo finden. Abfahrt. Ganz schön kraterhaft hier der kleine, geheimnisvolle Waldsee. Hier drüben haben wir eine Wassertiefe von 1,5 Metern. Genau hier an den Hecken. Ich werde jetzt als erstes mal mit der Rute hier die Bodenstruktur abtasten. Knochenhart. Ja, knochenharter Untergrund. 1,5 Meter Wassertiefe haben wir. Aber ich mag sehr gerne jetzt im Frühjahr ufernah die Köder abzulegen. Vor allen Dingen in solchen ruhigen Gewässern hier, ja, wo kein großer Trubel ist. Ich hau hier ein bisschen Mais rein jetzt. Gar nicht erstmal zu viel. Ein bisschen streuen, dass die Fische ein bisschen was zu suchen haben. Ein paar Boilies oben drüber, aber auch nur eine Handvoll. Wir haben eine Wassertemperatur von knappen 15 Grad. Das reicht schon. Da setzen wir jetzt unseren Poppy drauf. Die Rute liegt. Jetzt kann alles passieren. Das ist doch mega spannend an Gewässern, wo man sich nicht auskennt, wo man nicht weiß, was da ist. Vom Eigentümer weiß ich auf jeden Fall, dass hier so gut wie kaum geangelt wird. Wir haben ein paar Karpfen vorhin bei der ersten Erkundung
an der Oberfläche gesehen. Schauen wir mal. Wenn ihr jetzt keinen Wind habt, klemme ich mir die Rute so beim Zurückfahren zwischen die Beine. Auf jeden Fall den Bügel öffnen, dass die Schnur schön ablaufen kann. Ich habe die Ruten jetzt extra etwas höher aufgestellt, also die Spitzen nicht zum Wasser geneigt. Ihr habt es ja vorhin auf dem Echolot gesehen. Ganz schöne Kraterlandschaft hier drin, damit ich nicht das Risiko eingehe, dass der Fisch, wenn ein Biss kommen sollte, irgendwo die Schnur beschädigt. Ja. Dass ich gleich ein bisschen höher die Schnur laufen habe zu meinem Köder. Erste Rute liegt. Schnell noch die zweite Rute, die werden wir da drüben irgendwo hier unter die Bäume platzieren. Floh seine Ruten raus und dann gehen wir in die erste Nacht hier am Waldsee. Meine beiden Fallen sitzen. Einen habe ich hier direkt bei dem überhängenden Baum dort, ein bisschen vorne dran. Unter dem Baum war viel Totholz im Wasser und so eine aufsteigende Kante gelegt, wo es auf 2 Meter hoch geht, also alles relativ ufernah präsentiert. Jetzt rennen wir mal rüber zum Floh. Der will seine Ruten auch noch scharf machen. Und dann räumen wir hier noch ein bisschen das Chaos auf und gehen zum gemütlichen Teil über. Ganz wichtig ist es, glaube ich, bei so kleinen Gewässern, dass wir relativ zeitig Ruhe einkehren lassen, weil Boote, Angel-Action kennen die Fische hier, glaube ich, nicht. Bin jetzt mal schnell hier außen rum gerannt. Das ist natürlich geil an so einem kleinen Gewässer. Da ist hier der Floh gerade beim Auslegen. Floh füttert auch nur ein paar Hände Dosenmais, eine Handvoll Scobutta-Boilies. Rute liegt. Mega spannend finde ich das Ganze hier. Die zweite, mein Liebster. Hast du noch Dosenmais da? Ja. Abfahrt, wo gehst du jetzt hin? Da hinten zu dem Baum, wo da hinten diese Schneise reingeht. Ja, eine gute Reise. Danke. Mega, oder? Jetzt die Stimmung hier. Der Winter ist vorbei, die Wärme kommt raus, ist länger hell. Im Hintergrund hören wir zwar so ein bisschen eine Straße rauschen, aber das wird sich heute Abend auch einspielen, einstellen. Und Spannung liegt in der Luft. Hier vorne ist ja die kleine Inselspitze. Dort hatten wir ungefähr die Fische heute Mittag bei der Seeerkundung schwimmen sehen. Und Flo ist jetzt an der rechten Seite über zum überhängenden Baum. Eine Rute liegt jetzt hier drüben in der Ecke vom Floh. Eine liegt da, glaube ich, jetzt da hinten. Dort haben wir eine liegen. Und hier in unserem Ufer. Also erstmal ufernah alles präsentiert. In der Eile der Zeit jetzt. Ich schätze, dass die Karpfen jetzt mit der Dunkelheit hier am Ufer entlang patrouillieren werden.
Und dann schauen wir mal, was kommt. Und morgen früh werde ich auf jeden Fall, egal wie es ausgeht, eine Karpfenrute wegholen. Flo bleibt dann am Platz. Und dann mal eine Raubfischrute vorbereiten. Da bin ich mega gespannt drauf, weil hier kann ja alles passieren. Alles oder nichts, ja? Das ist immer so beim Angeln. Und da drüben, wo ich eben meine Rute gelegt habe, kamen jetzt schon ein paar Weißfische hoch. Die reagieren natürlich sofort auf den Dosenmais. Also Dosenmais für ein Gewässer, was euch unbekannt ist, für eine schnelle Session, die ihr nicht vorbereiten könnt. Das ist immer ein Magnet für Fische, ja. Seht ihr? Schon wieder ein Kreis da drüben. Alle Ruten sind scharf, von wegen, dass Karpfenangler immer füttern wie Hölle. Wir haben jetzt hier 600 Gramm Dose Mais, ist nicht mal ganz leer, also wirklich ganz wenig auf die Ruten draufgeschmissen, um Fallen zu stellen, um möglichst schnell halt auch, wenn die Fische drauf reagieren sollten, einen Abnehmer zu finden. Beute ist ein paar Hände, das sind vielleicht 300-400 Gramm jetzt hier weg im Eimer. Daumen drücken. Camp aufräumen, Bullis vorbereiten. Hier an dem kleinen geheimen Waldsee können wir direkt aus dem Bulli rausangeln. Mega entspannt. Und vielleicht sehen wir heute Nacht noch den ersten Abnehmer. Bin guter Dinge, dass was geht. Er ist guter Dinge, dass was geht. Das bin ich auch. Bis gleich. Fini liegt schon. So, ich baller mir jetzt schnell eine leckere Trinkmahlzeit rein. Y-Food ist jetzt genau das Richtige, denn bis der Grill heute Abend an ist, der wird definitiv noch angehen, wird noch mehr Zeit vergehen, denn hier sieht's aus wie im Chaos. Aber die Ruten sitzen. Checkt meinen Code, probiert's mal aus. Auf die Schnelle, mega lecker. Der erste Fisch des Abends. Leider hat Flo in der Eile auf meiner Kamera den falschen Knopf gedrückt. Jetzt haben wir den kompletten Drill im Schnelldurchlauf. Aber sowas kann natürlich mal passieren. Der erste Fisch hier am kleinen Waldsee ist gefangen, kleiner. Runder Spiegler. Ich weiß nicht genau, ob der Drill und alles perfekt drauf ist. Es ging jetzt eben schnell. Flo hat das erste Mal meine Kamera in der Hand gehabt und ist da irgendwie auf so einen Schnelldurchlauf-Button gekommen. Ja, so kann es doch weitergehen. Rute kommt wieder raus. Jetzt werde ich ein paar mehr Beulis draufbringen. Vielleicht werden dann die Fische größer, sofern größere Fische da sind. Aber mega, oder? Bis gleich, bis zum Biss. Und jetzt kriegt der Flo auch endlich was zu essen, hä? So schaut's aus, sagt man in Bayern. So, nach unserem ersten Riesenkarpfen hier. Spaß beiseite, aber Fisch ist Fisch. Vor allen Dingen am neuen Gewässer gibt es ein paar gute Bammerl. Das haben wir uns verdient. Schaut doch gut aus, hä? Geil. Macht mega Spaß. Zweite Aktion. Wieder die gleiche Route. Aber ich glaube auch nicht viel größer. Und das ist ein Weißfisch. Muss jetzt schon irgendwo vom Ufer sein.
Teil an. Ein kleiner Kraser kommt hier zum Vorschein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vielleicht waren es aber auch die Jungs, die wir heute Mittag bei der Fische gehen. Definitiv ein Kraser. Die rasten dann so im Kescher aus, die wir bei der Seebegehung heute an der Oberfläche gesehen haben. In der Unterlippe. Gelbe Poppies, die Pineapple von Bait Lounge. Probier das mal schnell zu zeigen. Ein kleiner Kraser. Hier aus dem verrückten Waldsee mittlerweile, ja. Der darf zurück. Der hat's Maß noch nicht. Verrückt. Wahnsinn. Zweiter Fisch jetzt. Drei Ruten komplett stumm. Und die eine Rute hier drüben an der Inselspitze, ganz im Flachen, mit dem kleinen Poppy geliefert. So, jetzt müssen wir hoch an den Grill. Die Wammerl sind, glaube ich, jetzt fast, vielleicht schon verbrannt. Aber erst fahren wir sie noch mal raus. Wer weiß, was da noch kommt. So, die Rute sitzt wieder. Der zweite Fisch. Auf jeden Fall funktioniert unsere Taktik. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen an der Größe arbeiten. Aber eine schöne Artenvielfalt haben wir ja schon mal drin. Den Graskarpfen hätte ich jetzt hier echt nicht gerechnet. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Futter gebracht. In der Hoffnung, größere Fische auf den Platz zu ziehen. Ja, bei der ganzen Fisch-Action ist der Bauch jetzt etwas schwarz geworden, aber der wird trotzdem noch schmecken. Einen guten, bis zum Biss. Good morning, junger Mann. Guten Morgen. Heil. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Im Hellwerden zelebriert der Flo einen raus hier am kleinen Waldsee. Petri, heil. Petri, dank. Schöner Schuppi. Bin noch etwas verschlafen, muss ich zugeben. Jetzt bis ins Morgengrauen haben uns die Karpfen in Ruhe gelassen. Und im Hellwerden, eine ganz typische Zeit, kam dann beim Flo der erste Biss auf der anderen Seite vom kleinen Waldsee. Und der Schubi vom Flo war definitiv der Wecker, um es hier auf eine neue Fischart zu probieren. Die Raubfischruten vorzubereiten. Abfahrt.
Ich wollte mich gerade fürs Hechtangeln fertig machen und die Ruten reinholen. Läuft die ganz linke Rute ab. Der fühlt sich ein bisschen schwerer an jetzt, der Fisch. Die vierte Aktion jetzt am kleinen Waldsee hier. Ich muss mal kurz hier einfach hier ein bisschen Rott runter und reinschwimmen. So erfolgreich kann das Angeln in Deutschland sein, ja, wenn man einfach mal was Neues probiert. Und auch so spannend. Jetzt wieder hier um die Hecken rum durchkommen. Auffällige Skobutterbeutis, sage ich nur, wenn ihr nicht vorfüttern könnt. Spiegler werden größer. Das war der Schneemann. Hier rein, dafür sind sie auch gemacht. Zack. Diese große Hände hier. Ganz schön zornig, der Kleine. Und abgesagt. Petri, Dank. Guten Morgen, da ist er. Schöner Spiegler hier aus dem Waldsee. Sie werden langsam größer. Wupp, wupp. Coole Fische, wirklich coole Fische. Wir stehen auf unsere gelben Skobutterbeutis. Das haben sie zum Fressen gern. Wupp, wupp. Geil, so kann es weitergehen. Petri Heil. So, dann suchen wir uns mal schnell ein paar Köder raus. Den Hitze nehme ich mit. Die Goldforelle liefert immer. Normale Forelle. Brochet noch irgendwas. Auch ein cooles Teil. So. Mein Eimer kennt ihr ja schon. Da hänge ich mir jetzt noch ein paar Köder mit rein. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch einen Räuber ans Band bekommen. Einen kleinen, geheimen Waldsee. Karpfenangeln haben wir ins Laufen gekriegt. Und jetzt gehen wir mal raus und gucken mal, ob es hier noch ein paar Fische gibt, die Zähne haben. Flo bleibt am Platz, bewacht die Karpfenruten. Zwei haben wir rausgeholt, zwei sitzen noch. Aber ich habe jetzt mal Bock auf
Raubfischangeln. Bin mal gespannt, vielleicht versteckt sich hier irgendwo ein großer Hecht. So, Kescher nehmen wir mit. Das Riesenstück für einen Riesenhecht. So, dann schauen wir mal, ob es hier auch hungrige Räuber gibt. Ich werde jetzt mal starten mit meiner kleinen Replicant orangenen Schleie. Die liefert eigentlich immer, die ist schon gut zerbissen vom letzten Jahr. Mal gucken, ob sie hier auch einen Fisch ans Band bekommt. Ich werde jetzt als erstes mal hier die Uferbereiche abwerfen. Es sind ja genug spannende, überhängende Bäume hier im kleinen Waldsee vorhanden. Wirklich ganz interessante Strukturen hier im kleinen, verwilderten, geheimen Waldsee. Aktuell haben wir 5 Meter Wassertiefe. Dort, wo wir die Karpfen gefangen haben, haben wir 1,50 Meter, so eine schnell aufsteigende, sehr harte Kante. Aber bisher ist von dem Raubfisch hier noch nichts zu bemerken. Wir hatten noch keine Aktion jetzt auf unsere kleine Goldschleie. Und dem Köder, dem Fox Rage Replicant, der kleinen goldenen Schleie, dem gebührt 100% meines Vertrauens. Damit konnte ich schon überall Fische fangen. Das ist eigentlich ein Köder, der sofort liefert. Gehen wir mal auf eine kleine Forelle im Reel Design. Auch ein Killerköder, geht eigentlich alles drauf. Geht sogar ein großer Barsch drauf, wenn sie da sind. Aber das seht ihr mal wieder. Auch kleine Gewässer, die wenig Angeldruck haben, können ihre Tücken haben. Wirft man dann einfach mal eine Rute rein und fängt direkt einen Fisch. Den Karpfen, das ist jetzt gut angelaufen. Ich glaube, das wird auch weiter laufen die nächste Zeit. Aber die Suche jetzt hier nach den Raubfischen. Wird definitiv auch eine Herausforderung. Und wir wissen ja nicht mal, ob welche da sind. Ja? Wenn ihr in Gewässern unterwegs seid, wo große Zander gemeldet werden, immer wieder Barsche oder ab und zu mal ein guter Hecht, da wisst ihr halt, dass welche vorhanden sind. Hier wissen wir gar nichts. Auch vom Eigentümer des Sees, der hat gesagt, das, was wir auch gesehen haben, Karpfen sieht man an der Oberfläche rumblitzen. Aber bezahnte Räuber hat er noch nie drauf geangelt, hat er nie probiert. Er sagt, es kann alles möglich sein. Besetzt hat er auf jeden Fall keine. Aber oftmals können ja auch durch Flugenten hier außen herum, habt ihr ja gestern auch bei der Anfahrt gesehen,
liegen noch weitere Gewässer, die großteils von Angelvereinen bewirtschaftet werden. Da können natürlich auch Enten, Gänse, gestern haben wir auch eine Gänsefamilie hier gesehen, Laich von Gewässer zu Gewässer bewegen. Deswegen, die Spannung ist da. Kann jederzeit alles passieren. Wie beim Karpfenangeln, wie ihr es gesehen habt, ja. Wir sind noch keine 24 Stunden hier. Flo hat einen Schuppi. Ich hatte einen Graskarpfen. Einen kleinen und einen bisschen besseren Spiegler. Da haben wir das komplette Sammelsorium jetzt eigentlich schon gefangen, ja. Die komplette Artenvielfalt. Und warum soll es denn hier keine Raubfische geben? Wir haben jetzt Mittagszeit. Die Sonne scheint jetzt stark aufs Wasser. Kann auch sein, dass da die Mäuler zu sind oder sich die Fische wirklich richtig unter die Bäume verziehen, in den Schatten rein. Auf jeden Fall mal dranbleiben. Der Tag ist heute noch lang. Wir werden es probieren. So, willkommen zurück nach einer kurzen Mittagspause. Ich bin vorhin dann mal vom Wasser runter. Es wird richtig heiß. Jetzt sind wieder ein paar Wolken vor der Sonne. Die Karpfenruten schweigen und bisher auch die Raubfische, sofern sie vorhanden sind. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen umgerüstet. Ich will jetzt noch mal in den Nachmittag rein ein bisschen probieren. Flo macht ein bisschen Chili Vanilli, der macht Mittagspause und habe mir einen richtigen Radaumacher montiert, unseren Cat Chatter. Das ist ein Chatterbait, kennt er vom Barsch, Zander, Hechtangeln. Aber von Black Cat haben wir da ein ganz spezielles Teil gemacht mit richtig schweren Köpfen dran, von einer großen Radaumacher-Schaufel. Und ich habe den mir ein bisschen umgebaut, habe hier eine Stahlsektion eingebaut. Beim Welsangeln nutzen wir den mit einer geflochtenen Sektion und hinten dran einen Clawhook auf den Schwanz gesetzt. Der Köder macht richtig schön Radau im Wasser, könnte auch tiefer führen. Und das will ich jetzt die nächste Stunde mal versuchen, ob wir so nicht irgendwie einen Räuber aus der Reserve locken können. Bin gespannt, bin immer noch gespannt, ja. Heute früh war nichts los, komischerweise, auf meine absoluten Lieblingsköder. Aber ja, sogenannte Beißfenster beim Raubfischangeln. Auch an den Supergewässern in Holland oder auch bei mir zu Hause am Rhein gibt es Phasen, da ist nichts zu machen, ja. Und plötzlich, 2-3 Stunden später, springen einem fast die Fische fast ins Boot. Aber wie gesagt, jetzt auch über die Mittagszeit, die Karpfenruten komplett still, liegen am Spot. Da werden wir heute Abend ein bisschen was ändern. Ich habe da eine kleine Idee, aber das erzähle ich euch später. Aber jetzt versuchen wir erstmal noch hier irgendeinen Raubfisch ans Band zu bekommen. Wir müssen doch da sein, oder? Ich lasse den immer erst ein bisschen dann absinken. Mit dem schweren Kopf geht er schnell auf Tiefe, der Catchatter. Und jetzt seht das schon, da vibriert die ganze Rute. So macht der Köder Druck mit diesem Blatt vorne dran. Normalerweise macht das die Hechte rasend. Können das schön langsam einholen, einfach durchkurbeln, ganz, ganz langsam. Ich bin mir ganz sicher, wenn jetzt hier irgendwo ein Räuber aktiv ist, greift er den Köder an. Aber eigentlich versteckt sich ja in jedem Gartenteich. Ich verlinke euch mal ein Video hier oben. Ein Raubfisch, ja. Wer weiß, wie sie da hingekommen sind. Dann geht es in der Regel auch schnell, wenn er Bock hat. Aber bisher ist es hier wirklich, was das Raubfischangeln betrifft, eine zähe Nummer.
Holz, immer wieder Holzkontakt. Ihr könnt das schön erkennen, wie der Köder Druck im Wasser macht, wie der da lang raddelt. Durch dieses Blatt vorne dran wird der Köder richtig animiert auszuschlagen. Entstehen richtige Druckwellen im Wasser. Eieiei, kein einfaches Unterfangen. Selbst der Radaumacher hier bringt keinen Räuber ans Band. Jedenfalls weckt der aktuell nicht das Interesse der Räuber, sofern sie überhaupt vorhanden sind. Das wissen wir ja nicht. Aufgeben ist aber keine Option. Ich werde heute zum späten Nachmittag hin in den Abend rein, in die Dämmerungsphase rein, nochmal rausgehen und probieren. Vielleicht kriegen wir dann Beißfenster oder treffen einen der geheimen, geheimnisvollen Raubfische hier vom kleinen versteckten Waldsee. Und ob der Plan aufgeht und wie das mit dem Karpfenangeln hier weitergeht und welches besondere Vorfach ich mir jetzt noch überlegt habe, um die ganze Sache noch mehr in Schwung zu bringen, das seht ihr im nächsten Video. Der Karpfenplan ging ja super auf. Am Raubfischplan müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber das ist halt immer so, wenn man sich auf Sachen einlässt, die einem komplett unbekannt sind. Aber genau das ist ja das Abenteuer und die Spannung hier beim Angeln. Bis zum nächsten Video, da seht ihr, wie es weitergeht. Euer Stefan. Ciao, ciao.